Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Mikrocontroller-Kurses. Heute soll es um die Themen Bedingungen, Vergleiche gehen, also wie kann ich Terme miteinander vergleichen, wie kann ich Variablen miteinander vergleichen, um dann solche schönen Dinge wie solche If-Abfragen zu machen, also irgendwelche Dinge auszuführen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Schauen wir uns mal ein Beispiel an, gehen mal direkt in den Compiler. Und zwar gibt es dort Bedingungen, wie beispielsweise größer gleich, kleiner gleich oder ob Variablen gleich sind. Wir können beispielsweise Folgendes mal machen. Wir gehen mal in die While-Schleife und vergleichen einfach mal zwei Ports miteinander. Und das können wir machen, indem wir eine If-Abfrage machen. Wir fragen also, ob eine bestimmte Bedingung erfüllt ist. Das machen wir mal mit der Klammer auf, if. Und da fragen wir mal nach, ob P1 gleich. Und da müssen wir zwei Gleichheitszeichen machen, weil ein Gleichheitszeichen ist ja eine Zuweisung. Und im Vergleich zweier Größen müssen hier zwei Gleichheitszeichen geschrieben werden. Also if P1 gleich P2, dann soll er mal ausgeben printf P1, und na, da muss die Strichen oben, P1 ist gleich 2. Und das machen wir nochmal mit einer Leerzeile. Und return. Wenn wir nur einen Befehl nach dieser If-Abfrage machen möchten, dann können wir den Befehl direkt dahinter schreiben oder auch in die nächste Zeile schreiben. Wenn wir mehrere Befehle dort absetzen möchten, dann müssen wir das entsprechend in geschweifte Klammern schreiben. Das mache ich gleich auch mal. Ich kann zum Beispiel schreiben if. Und da schaue ich mal nach, ob P1 vielleicht größer als P2 ist. Und dann mache ich das mal mit dem Beispiel mit den geschweiften Klammern. Und zwar, dann soll er angeben printf. Und dann soll er sagen, P1 ist größer als P2. Auch wieder eine Leerzeile dazu und Klammer zu. Und dann habe ich den Befehl auch abgeschlossen. Und hier könnte ich jetzt, bevor ich die Klammer schließe, ich schließe die Klammer hier unten mal, könnte ich noch weitere Befehle hier einbauen. Das heißt, wenn ich nach einer If-Abfrage weitere Befehle eingeben möchte, dann mache ich das entsprechend in diesen geschweiften Klammern. Okay, damit haben wir schon mal eine Bedingung abgefragt. Wir kompilieren die ganze Sache mal. Geklappt. Und dann starten wir das Ganze mal. So, da haben wir den Port 1. Wir haben hier den Port 2. Und schauen uns hier mal die Abfrage an. Und starten das Programm. Ja, im Moment sind alle Pins gesetzt. P1 ist gleich P2. Und jetzt machen wir mal P1 kleiner. Das heißt, wir nehmen da mal ein Bit raus. Das heißt, es wird nichts mehr ausgedruckt. Wenn ich jetzt dieses Bit auch rausnehme, dann sind die beiden wieder gleich. Jetzt nehme ich hier mal, mache ich mal den Port 2 kleiner als den Port 1. Und dann schreibt er mir hin, Port 1 ist größer als P2. Wenn ich das den Pin dort wieder eingebe, dann sagt er mir wieder, P1 ist gleich P2.